So, also wir haben uns diese Aufgabe 176 jetzt in Wechselspannungs-Vierpol mit diesem T-Vierpol, wo man diesen A-Parameter ausrechnen soll, jetzt irgendwie schon mal so angeschaut mit Strom- und Spannungsteilerregel, das ausgerechnet, da kam das Ergebnis bei raus. So, was wir jetzt mal noch machen könnten, wäre so noch eine weitere alternative Lösung, also außer das jetzt direkt auszurechnen, indem man einfach hier was als Ursache, als Quelle nimmt und dann in Wirkung dieser Quelle den Strom hier hinten ausrechnet, einfach indem man jetzt mit Spannungsteilerregel, Stromteilerregel an diese Schaltung rangeht. Wie könnte man, ja, was dann am Ende eben nicht viel mit Vierpol-Theorie mehr zu tun hat, wie könnte man jetzt wirklich unter Nutzung der Vierpol-Theorie noch diese Aufgabe auf eine andere Art und Weise rechnen? Das ist jetzt die große Frage. Man könnte jedes Bauteil als eigene Vierpol betrachten. Genau, also wir können doch so tun, ne, wie wenn es hier einen, sage ich mal, grünen Vierpol gibt, der hat nur dieses Längselement. Wenn das die gleichen Widerstände sind, habe ich diesen grünen Vierpol hier nochmal. Ja, und dann habe ich zwischen diesen beiden grünen Vierpolen einen ganz schmal hier gezeichneten gelben Vierpol, wo nur dieses Querelement, wo nur diese Induktivität drin ist. So, und die sind ja dann der grüne, der gelbe und der grüne in Form einer Kette verschaltet. Und wenn man die Gesamtkettenparameter von jetzt wieder dem großen gemeinsamen T4-Pool ausrechnen wollen würde, wie macht man das dann? Man verkettet einfach nur die A-Parameter. Also man verkettet die A-Parameter und das heißt mathematisch, wir multiplizieren diese Matrizen miteinander, weil genau dafür ist ja diese Kettenform irgendwie total gut. Hier stehen immer die Größen am Eingang, hier stehen die Größen am Ausgang. Und wenn jetzt hier der nächste 4-Pool drankommt, kann man sich vorstellen, dass man einfach diese Kettenmatrizen miteinander multipliziert. So, also das, was hier steht, ja, das hier, schreibe ich mal nochmal irgendwie hin, das nenne ich jetzt A Gesamt. Das ist meine Gesamt-Vierpol-Parameter-Matrix und von der interessiert mich eigentlich nur dieser Eintrag, weil das ist die gesuchte Größe laut dieser Aufgabe. So, und dieses A Gesamt kriege ich eben raus, so wie wir gerade gesagt haben, indem ich die A-Parameter nehme von diesem R-Vierpol, wo nur das R drin steckt, die multipliziere ich mit den Parametern von dem gelben Vierpol, wo das L drin steckt. Und die muss ich wiederum nochmal multiplizieren mit dem zweiten Teil, mit dem AR auf der anderen Seite. So. Also wenn ich die ausrechne, kriege ich das raus, davon interessiert mich das Element, das ist das, was wir suchen. So, jetzt ist die nächste große spannende Frage, naja gut, wie sind denn jetzt, wie sind denn die A-Parameter von dem R und von dem L-Vierpol? So, und das müssen ja jeweils schon mal wieder Matrizen sein, ne, die quadratisch sind, die 2x2 Einträge haben. Ich mache mal hier schon mal so eckige Klammern für hin. Und jetzt ist die große Frage, was da für Einträge drinstehen. Das hat den Vorteil, dass wir, wenn wir jetzt das aufgeschrieben haben, ausrechnen, sind wir fertig. Also am Ende haben wir auch nicht mehr oder weniger zusammengeschrieben, als wir vorher hatten. Und ich sag mal, also der Vorteil ist jetzt bei der Geschichte hier, wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, ne, angenommen, ich habe jetzt nicht nur 1, 2, 3 Elemente, sondern ich hätte jetzt 10 oder 100, die in solcher immer ein längs, ein parallel, ein längs, ein parallel, ein längs, ein parallel, dann müsste man mit dem Lösungsweg, den wir jetzt vorher gemacht haben, müsste ich im Prinzip 100 Mal oder 50 Mal hintereinander eine Spannungsteilerregel, Stromteilerregel aufschreiben. Und die werden dann auch sehr schnell sehr, sehr kompliziert, ja, weil ich ja immer wieder was in Reihe, was in Parallel, was in Reihe, was in Parallel und so habe. Und ich meine, hier ist eigentlich relativ egal, wie viel ich jetzt hintereinander schalte. Also ich muss dann eben 100 Matrizen miteinander multiplizieren. Aber das macht ja im Zweifel ein Computer für mich.
Ja, und dem Computer kriege ich diese Matrizenmultiplikation viel einfacher vermittelt, als jetzt machen wir 100 Mal hintereinander Strom- und Spannungsteilerregel mit beliebig komplizierten Formeln, die immer länger werden. Also ich meine, wenn ich irgendwie geschickt bin, klar, in der Strom- und Spannungsteilerregel tauchen auch mal wieder ähnliche Terme auf. Ja, und dann kriege ich das bestimmt auch mit ein bisschen Hirnschmalz in ein paar Schleifen verbastelt. Aber hier ist das deutlich trivialer, was dann den Rechenaufwand angeht, wenn ich das jetzt mal länger mache, diese Schaltung da. Das ist definitiv der Vorteil an der Kiste. Ja, und ich meine, vorher haben wir, jetzt ist ja nur dieser A-Parameter hier gesucht. Ne? Vorher haben wir jetzt mit jeweils hier so einer halben Tafel vollgeschrieben, irgendwie einen A-Parameter bestimmt. Wenn ich jetzt diesen Lösungsweg hier benutze, dann purzeln auf einmal alle vier A-Parameter raus. Und wenn ich alle vier A-Parameter habe, dann kann ich auch die ganzen Umrechnungsformeln aus dem Skript, aus dem Buch, aus der Wikipedia nehmen, ne, und kann die in Z-Parameter, in Y-Parameter und was für auch immer für Parameter umrechnen. Da habe ich potenziell viel mehr gewonnen. Also der einzige Nachteil an der Kiste ist hier, okay, Matrizenrechnung, ich muss jetzt von Hand eine Matrizenmultiplikation machen. Aber ja gut, das kriegen wir auch irgendwie hin. So, jetzt ist die große Frage, was steht hier drin, was steht hier drin, was steht hier drin? Ich nehme mal grün. Also, es gibt ein Lucky Guess 1R01 und das steht hier hinten auch 1R01. Und hier 1, 0, J, L, 1. 1, 0, 1 durch J, Omega, L und eine 1. So, wir können ja erstmal, ja, jetzt, also, wo findet man das? Skriptbuch, Wikipedia, ChatGPT-Fragen, keine Ahnung. So, Plausibilitätscheck, ne? Kann das sein, was wir da jetzt irgendwie aufgeschrieben haben? Also erste Sache, die man ja immer mal so prüfen kann, ist, stimmen denn die Einheiten? Ja? Also gucken wir mal drauf, was macht denn dieser A-Parameter hier oben? Ja? Der verknüpft eine Spannung mit einer Spannung. Also ich nehme eine Spannung, multipliziere mit diesem Fippel-Parameter, kommt eine Spannung bei raus. So, das heißt, was muss der hier für eine Einheit haben? Keine, muss einheitenlos sein. So, gucken wir mal. Ah, ja, geil, die haben schon mal alle keine Einheit. So, und gucken wir mal hier weiter. Also dieser Vierpolparameter macht aus einem Strom eine Spannung. Das heißt, was muss der für eine Einheit haben? Strom mal Spannung, also R. Genau, muss R haben, ne? Weil U ist R mal I. So, der muss die Einheit Ohm haben. So, gucken wir mal, hier hat der die Einheit Ohm. Okay, hier ist 0, das ist egal, hier hat der auch die Einheit Ohm, passt. So. Können wir hier unten weiter gucken? Dieser Vierpolparameter verknüpft einen Strom mit einem Strom. Das heißt, der muss wieder einheitenlos sein. Können wir gucken, okay, 0, warte mal, wo, nee, halt, da, hier hinten, der, ich war jetzt bei dem, sorry. So, Strom. Der ist auch einheitenlos, der hier hinten. Einheitenlos, alles super. So, und der hier vorne, ne, der macht aus einer Spannung multipliziert mit dem Parameter ergibt einen Strom. So, das heißt, der muss was für eine Einheit haben? Siemens, so wie eine Admittanz, so wie ein Leitwert. Und hier ist der 0, spielt keine Rolle. Und hier haben wir 1 durch J, Omega L, das passt auch. So, also einheitenmäßig ist das schon mal in Ordnung. Naja, und jetzt kann man sich noch so überlegen, also wenn ich jetzt hier oben auf dieses Teil gucke, ne, ich habe jetzt nur diesen grünen Vierpol, der hat jetzt sozusagen hier seinen Eingang und hier seinen Ausgang. So, und dann verknüpft der ja zum Beispiel diese beiden Spannungen unter der Bedingung, dass der Strom hier hinten, damit der dann keine Rolle spielt in der Gleichung, ne, muss der Strom 0 sein, dann ist das Verhältnis zwischen den beiden Spannungen. Und dann kann man sich überlegen, okay, wenn der Strom 0 ist, dann ist hier der Strom 0, dann fällt keine Spannung über den Widerstand ab, dann sind die beiden Spannungen am Eingang und am Ausgang gleich. So, deswegen steht da auch tatsächlich eine 1. Ja. Und so kann man sich das für die anderen Vierpolparameter auch denken. Der verknüpft den Strom am Ausgang mit der Spannung am Eingang unter der Bedingung, hier, was wir gerade die ganze Zeit machen, ne, unter der Bedingung, dass die Spannung am Ausgang 0 ist. Und dann ist eben einfach Strom am Eingang ist genauso groß wie Strom am Ausgang, hängt von der Spannung ab, ist einfach U ist R mal I und entsteht da das R und so. Also es muss man sich mal einmal hinschreiben, haben wir, glaube ich, auch in einer Vorlesung mal gemacht. Dann purzeln da relativ schnell diese Förmchen raus. So, und jetzt muss ich diese Matrixmultiplikation machen.
Und jetzt ist im Prinzip egal, also in welcher Reihenfolge ich das mache, ob ich erst die beiden miteinander multipliziere und dann diese oder erst die beiden miteinander und dann die hier vorne noch ranbaue. Aber ich muss diese Reihenfolge auf jeden Fall gleich lassen. Ne? Also Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ. A mal B ist nicht das gleiche wie B mal A. So, ich rechne jetzt mal die hier vorne zusammen. Das können ja. Sie mal erklären, wie sie so schnell darauf gekommen ist, was da alles rein muss. Eigentlich gibt es ja dafür diese Gleichungen, die Parameter. Woher kam das? Ja, also ich schreibe mal die Gleichungen hier unten hin und dann können wir noch mal kurz darüber nachdenken. Oder es gibt, glaube ich, vielleicht noch eine einfachere Möglichkeit, das zu machen. Also wie hat sie das so schnell gesehen? Das ist eigentlich ja, also ich meine, man weiß, dass diese Formeln existieren und dann guckt man ins Skript und schreibt die ab oder ins Buch. Ja, also man weiß, für so einen Längsvierpol gibt es sowas, für so einen Quervierpol gibt es sowas. So. Und ich meine, ansonsten, klar, Vierpol-Theorie können wir jetzt dann nochmal machen. Also, wenn ich jetzt mal, ich nutze meinen Platz hier unten, schreibe mir für alle Vierpol-Parameter die Bestimmungsgleichung hin, für alle Kettenparameter. Also das A11, ne, kriege ich raus, indem ich die Spannung nehme, durch die Spannung teile, unter der Bedingung, dass der Strom 0 ist. Ja, folgt hier unten auch aus der Gleichung. Ich kann nochmal die zweite Gleichung auch hinschreiben. Also zweite Gleichung steht hier in I1, ein A21 mal U2 plus ein A22 mal I2. So, und wenn wir jetzt, machen wir hier das gleich 0 nochmal weg, um hier nicht zur Verwirrung beizutragen. Also wenn wir jetzt das hier vorn wissen wollen, den Vierpol-Parameter wissen wir. Na, oder, also erstmal ganz langsam. Wie ich jetzt von hier nach hier gekommen bin, ist klar. Wie ich von hier nach hier gekommen bin, ist klar. Okay, so. Jetzt will ich die nacheinander haben. Also wenn ich den haben will, nehme ich die Spannung, teile durch die Spannung. Richtig? So, und damit der dann keinen Einfluss hat, sage ich, ich mache das unter der Bedingung, dass der Strom gleich 0 ist. So, also ist A11 ist U1 durch U2 unter der Bedingung, dass I2 gleich 0 ist. So, und so kann ich das weitermachen. Also A12, das steht da oben schon, ist U1 durch I2 unter der Bedingung, dass U2 gleich 0 ist. So, dann mache ich unten mit der Gleichung weiter. A21, dieser Vierpol-Parameter ist I1 durch U2 unter der Bedingung, dass I2 gleich 0 ist und der letzte Vierpol-Parameter ist der Strom durch den Strom unter der Bedingung, dass die Spannung gleich 0 ist. Also A22 ist I1 durch I2 unter der Bedingung, dass U2 gleich 0 ist. So, und das zeichne ich dir nochmal hin, das wende ich jetzt an auf meinen Vierpol, den ich hier habe. Also der Vierpol ist, der sieht so aus. Ja, hier ist U1, I1 reinfließend, hier ist I2 rausfließend und hier ist die Spannung U2 am Ausgang. So, jetzt möchte ich dieses Verhältnis bestimmen unter der Bedingung, dass U2 gleich 0 ist. U2 gleich 0, I2 gleich 0 heißt, hier ist nichts angeschlossen. So, wenn der Strom I2 gleich 0 ist, dann fällt auch keine Spannung über den Widerstand ab, stimmt's? Weil hier gilt ja USR mal I. So, und wenn hier keine Spannung über den Widerstand abfällt, dann muss ja die Spannung genauso groß sein wie die Spannung. Dann ist das Verhältnis von den beiden Spannungen 1. Ja? Sind das so schematische Formeln, die man kennt? Die hat man mal einmal gesehen und hat man die im Kopf, ja. Okay, ja? Das hat man nicht gerade alles. Nö, aber ich meine, man kann sich das jetzt, wenn man will, auch irgendwie nochmal schnell herleiten oder gucken. Also ne, wenn man jetzt ChatGPT fragt, dann fabuliert einem irgendwas vor oder halluziniert man eben, dann guckt man vielleicht nochmal nach, ob das irgendwie so stimmen kann. Oder wie gesagt, mit Wikipedia ist ja auch immer so, passt das zu der Notation, die man so hat. Ne, also wenn wir jetzt weitermachen, hier steht jetzt Bedingung U2 ist gleich 0. Wenn ich U2 gleich 0 mache, schließe ich das hinten kurz. Ja.
So, und jetzt interessiert mich das Verhältnis zwischen Spannung am Eingang und Strom am Ausgang. Okay, Strom am Ausgang ist das gleiche wie Strom am Eingang. Verhältnis zwischen U und I, das ist ja einfach nur U und I an dem Widerstand, das ist R. Ja? So, also R, klar. So, dann den nächsten. Hier steht, unter der Bedingung, Strom am Ausgang ist 0. Ja, also der Kurzschluss ist wieder weg. Strom am Ausgang ist 0 und mich interessiert das Verhältnis von Strom am Eingang zu Spannung am Ausgang. So, ja, ist ja vollkommen egal, was ich hier für eine Spannung anschließe und was ich hier für eine Spannung habe. Wenn der Strom 0 ist, ist der Strom auf jeden Fall auch 0. Dann steht hier 0 durch irgendwas, das ist auf jeden Fall immer 0. Kommt da eine 0 raus. So, und letzte Nummer ist, ich habe wieder diesen Kurzschluss am Ausgang. Und mich interessiert das Verhältnis zwischen den beiden Strömen. Der Strom hier ist der gleiche Strom wie hier. Das Verhältnis der Ströme ist einfach 1. Fertig ist. Ja? So. Und ich sag mal so, auf eine ähnliche Art und Weise würde ich das jetzt auch so rausbekommen, wenn ich versuche, mal hinzuschreiben, also wie kann ich denn den Strom, also genau diese Größen, wie kann ich Spannung und Strom am Eingang irgendwie ausrechnen, sodass hier irgendwie die Größen am Ausgang drin vorkommen. Ne? Und dann kann ich mir irgendwie überlegen, naja, also die Spannung am Eingang, ja, ich mache hier einfach einen Maschensatz, Spannung am Eingang muss so groß sein wie die Spannung plus die Spannung, wäre der Maschensatz, stimmt's? So. Also schreibe ich hier mal hin, UR, nehme ich das mal UR, plus U2. So, und für UR, die Spannung, kann ich was einsetzen? Ohmsches Gesetz, ja, R mal I, ist egal welchen Strom ich nehme, ich will einen Strom am Ausgang haben, nämlich den Strom I2 plus U2. Und vor das U2 schreibe ich noch eine 1 mal. So, und dann steht ja da, okay, ne, U1 ist 1 mal U2 plus R mal I2. 1 mal U2, R mal I2. Steht genau das, was da steht. So, und genauso kann ich jetzt sagen, okay, der Strom am Eingang, naja, der ist eben der Strom am Ausgang, und zwar einmal, und der hat überhaupt nichts mit der Spannung am Ausgang zu tun. Und deswegen steht da, ja, sozusagen hier an neben meinen Stellen, Strom am Eingang hat überhaupt nichts mit der Ausgangsspannung zu tun, nur mal Ausgangsspannung plus einmal Ausgangsstrom. Und also das wäre vielleicht noch einfacherer, aber hier, wenn ich das so aufschreibe, muss ich natürlich sehr wissen, wo ich hin will. Ja, aber total einfach. Also 1R, 0 und 1. So, und genau auf die gleiche Art und Weise kann ich das jetzt auch für den gelben machen. Ja, also wir könnten das jetzt gern tun, aber da passieren genau die gleichen wundersamen Dinge. So, und also darum sieht das auf jeden Fall so aus, wie das da aussieht. Wie gesagt, mit dem Gelben können wir das, wenn wir wollen. Ist eine schöne Fingerübung, das zu tun, kann man das auf jeden Fall auch selbst mal ganz gern ausprobieren und sollte da auf die gleichen Ergebnisse kommen. So, und jetzt muss ich die auf jeden Fall miteinander multiplizieren. Und das mache ich immer Zeile mal Spalte. Also mache ich mir jetzt mal mache jetzt mal so eine grün-gelbe Klammer hin, ja, weil ich jetzt schon so das Grüne und das Gelbe miteinander multipliziert habe. So, und wenn ich die erste Zeile mit der ersten Spalte multipliziere, dann kommt da immer raus, also erstes Element plus zweites Element mal zweites Element und so weiter. Wir haben ja aber nur zwei, sind wir relativ schnell fertig. Also 1 mal 1 ist 1 und R mal 1 durch J Omega L ist R durch J Omega L. So, können wir an der Stelle gleich mal irgendwie so einen Cross-Check machen. Das hier sollte ja einheitenlos sein, weil das eine Spannung mit einer Spannung verknüpft. Können wir gucken, das ist einheitenlos. R hat die Einheit Ohm, J Omega L hat die Einheit Ohm, Ohm durch Ohm kürzt sich weg. Es bleibt was Einheitenloses über, was Einheitenloses plus was Einheitenloses passt. Ja, funktioniert. So, dann
erste Zeile mal zweite Spalte ergibt das Element in der ersten Zeile zweiten Spalte hier hinten. Habe ich 1 mal 0 ergibt 0, die schreibe ich mal so offensiv hin. Und R mal 1 ergibt R. So, und dann haben wir gesagt, das hier soll die Einheit Ohm haben. Passt auch, hat die Einheit Ohm. So, dann kann ich rechnen, zweite Zeile mal erste Spalte. 0 mal 1 ergibt wieder eine 0. 1 mal 1 durch J Omega L ergibt 1 durch J Omega L. Hat hier die Einheit Siemens, hat ja auch die Einheit Siemens, passt. Und dann habe ich als letztes noch letzte Zeile oder zweite Zeile mal zweite Spalte. 0 mal 0 ist 0, 1 mal 1 ist 1 und das ist auch wieder einheitenlos und passt. Ja, so. Und jetzt müssen wir noch das nochmal multiplizieren mit diesem letzten grünen Teil hier. Den schreibe ich jetzt einfach erstmal nochmal ab. 1, R, 0 und 1. Und jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Und naja, eigentlich interessiert mich ja, eigentlich hätte ich hier schon auch nur die erste Zeile ausrechnen müssen, die zweite interessiert mich ja nicht, weil ich will ja eigentlich nur dieses erste Element hier haben. Also ich rechne jetzt nur erste Zeile mal zweite Spalte, weil ich ja hier das Ergebnis haben will in der ersten Zeile zweiten Spalte. Und dann sollte da genau das bei rauskommen. So, also machen wir das mal. Ich mache jetzt mal eine große Matrix. Und tja, wenn wir jetzt hier rechnen, also das nochmal mal R, dann steht da R plus R Quadrat durch J Omega L. Also einfach das hier nochmal mal R gerechnet. So, und dann das mal das und das ist nochmal plus R. So, und dann stellen wir fest, ja, dass ich das R und das R zusammenfassen kann, dass da 2R rauskommen und dass dann wirklich ziemlich genau das da steht, was wir vorher auch schon ausgerechnet haben, was passt und was natürlich auch so sein sollte. Ja, also keine großen Überraschungen an der Stelle. Und also das sieht jetzt auf dem ersten Weg anders aus, vielleicht komplizierter. Ich finde es irgendwie eigentlich deutlich einfacher. Und diese ganze Matrixmultiplikation, die könnte man natürlich auch mit dem Computer machen. Und wie gesagt, die könnte man den Computer auch problemlos machen lassen, wenn ich davon jetzt eine Vierpolkette mit 100 oder 1000 Vierpolen baue. Und der Computer würde mir natürlich auch sehr schnell einfach alle vier Vierpolparameter in dem Fall ausrechnen. Und die könnte ich dann auch sehr einfach in Impedanzparameter, Admittanzparameter, Hybridparameter, was auch immer, umrechnen und umformen. So, und deswegen, also ich meine jetzt mal hier so, ne, könnte man jetzt nur ausrechnen, wenn man wollte, und eigentlich hätten wir das hier unten auch gar nicht ausrechnen brauchen, sondern nur die erste Zeile, aber egal. So, also das war wahrscheinlich Aufgabenteil A, wir haben jetzt diesen A-Parameter bestimmt, richtig? Naja. Wenn man das mal ein, zweimal gemacht hat, dann macht man das auch ein bisschen zügiger. So, und jetzt gibt es aber noch eine zweite Frage, die sich da anschließt, nämlich? Bei welcher Frequenz tritt eine Phasenverschiebung um 25 Grad auf zwischen U1 und U2? Genau, also es ist jetzt gefragt, bei welcher Kreisfrequenz haben wir zwischen der Spannung U1 am Eingang und dem Strom I2 am Ausgang 45 Grad Phasenverschiebung. So, und jetzt haben wir schon mal bei Resonanzkreisen über 45 Grad Frequenzen und so nachgedacht. Welche schöne Eigenschaft in Bezug auf komplexe Zahlen hat man bei so einer 45 Grad Frequenz? Genau, dass der Realteil und der Imaginärteil gleich groß sind. Und das, was wir haben hier hinten, das, was hier steht, oder im Prinzip das, was hier steht, das ist ja schon eine komplexe Zahl. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass von dieser Zahl der Realteil und der Imaginärteil, dass die gleich groß werden. So, und die schönste Art und Weise, wie die jetzt vielleicht irgendwie aufgeschrieben ist, ist vermutlich die hier. Ja, oder die hier würde auch gehen. Eigentlich ziemlich egal, welche von beiden wir jetzt nehmen. Aber
Also das R macht ja nichts, das ist einfach nur rein reell. Aber hinten habe ich das Komplexe und hier habe ich einen Realteil und hier habe ich den Prinzip den Imaginärteil. Und das heißt, meine Bedingung unter Aufgabenteil B wäre jetzt, also ich schreibe mal nochmal irgendwie auf, bei 45 Grad Phasenverschiebung zwischen U1, der Spannung am Eingang, und I2, dem Strom am Ausgang, ne, muss jetzt irgendwie gelten, Realteil, die 2, muss genauso groß sein wie der Imaginärteil. Und wenn ich wieder sage, 1 durch J ist das gleiche wie minus J, dann kann ich das J da hochholen, dann sieht das noch mehr aus wie ein Imaginärteil. Aber am Ende würde ich behaupten, das mit dem Minus nützt mir jetzt auch nicht so viel. Also wahrscheinlich ist jetzt wieder das so gemeint, das ist jetzt die Frage bei 45 Grad Phasenverschiebung, was ist voreilend, was ist nacheilend? Wie ist da der Bezug? Aber ja, also ich schreibe mir einfach hin, hier muss jetzt stehen R durch Omega L. Realteil muss so groß sein wie der Imaginärteil. Und weil wir am Ende keine negative Frequenz ausrechnen wollen, das wäre irgendwie nicht sinnvoll, lassen wir das Minus einfach weg jetzt an der Stelle. Ja? Oder sagen so, also das muss dann so sein, dass eben wir die richtigen, also die 45 Grad in die richtige Richtung zwischen Strom und Spannung haben. Irgendwas muss voreilen, irgendwas muss nacheilen. Und jetzt kann man sich eben überlegen, ja, an Induktivitäten Ströme sich verspäten, wenn ich hier vorne einen Strom, also wenn ich die Spannung habe, hier, das muss irgendwie schon induktiv sein, also wird sich der Strom auf jeden Fall schon mal verspäten gegenüber der Spannung, aber hier bei dem Strom mag natürlich was anderes passieren, der mag voreilen wegen dieser Stromteilerregel, die wir vorhin besprochen haben. So, jetzt stelle ich das einfach nach der Frequenz um und dann steht da, Omega ist R durch 2L und Omega ist ja auch 2 mal Pi mal F und wenn ich das dann nach F umstelle, dann ist F eben Omega durch 2 Pi und wenn Omega das ist und ich nochmal durch Pi teile, dann kommt da eben raus R durch nicht 2, sondern insgesamt 4 Pi L. So, und das sollte dann für beliebige Widerstände und Induktivitäten die Frequenz sein, bei der man diese 45 Grad Phasenverschiebung hat zwischen Eingangsspannung und Ausgangsstrom. Ja, und genau, und in dem Fall eilt der Strom vor, die Spannung eilt nach, der Strom eilt vor. Und voreilen heißt ja eigentlich plus 45 Grad, ja. Also über die Richtung hier müsste man sich nochmal irgendwie Gedanken machen. Müsste man mal ein Zeigerbild zeichnen. Also wie genau steht denn das jetzt in der Aufgabe drin an der Stelle? Steht nur, bei welcher Frequenz wird also eine Phasenverschiebung von 45 Grad zwischen der Spannung U1 und dem Strom U2? Ja, zwischen der Spannung und dem, naja, das ist jetzt die Frage, wie bezieht man das eine auf das andere? Ne? Was ist damit voreilen, nacheilen von dem einen zu dem anderen gemeint? Also lassen wir das mal einfach so stehen. Ne? Da jetzt eine negative Frequenz auszurechnen, das ist auf jeden Fall deutlich weniger sinnvoll. Das würde ich jetzt nicht machen. Deswegen sagen wir einfach bei 45 Grad Realteil, Imaginärteil, Betrag, damit eine positive Frequenz rauskommt, alles gut. Ja, und jetzt müsste man sich eben wirklich nochmal hier so konkret überlegen, was hier passiert. Also gegenüber dieser Spannung muss der Strom auf jeden Fall nacheilen, weil wir hier eine induktive Schaltung haben und
Tja, jetzt ist eben die Frage, was hier bei diesen beiden Strömenden passiert. Also hier haben wir ja die gleiche, wenn man jetzt mal hier irgendwo nochmal so ein kleines Zeigerbild irgendwo hinmalt. Also hier haben wir die gleiche Spannung. Ja, haben wir hier noch Platz? Ich mach mal die A-Parameter hier kurz weg. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Zeichnen wir mal in den verbleibenden Minuten, die wir hier noch haben, mal kurz ein Zeigerbild zu der Schaltung. Das kann auch nicht schaden. Also wenn wir uns mal von innen sozusagen nach außen irgendwie vorarbeiten. Also wir wollen ja hier diesen Strom haben, ne? Um den geht es ja am Ende, der steht ja hier in der Gleichung drin. Also ich nehme mal den Strom I2 und zeichne ihn mal einfach jetzt vollkommen beliebig in diese Richtung ein. So, das ist Strom I2. So, in welche Richtung rein qualitativ zeigt dann die Spannung über den Widerstand? In genau dieselbe Richtung. Also male ich die jetzt mal so ein bisschen kürzer ein. Das ist UR. Also das UR hier hinten. Wieso kürzer? Einfach, damit man es unterscheiden kann, damit die nicht genau aufeinander liegen. Und weil ich nicht so viel Platz habe, will ich es lieber nicht länger machen, sondern mache es lieber kürzer. So, die Spannung hier, das ist ja jetzt genau die gleiche Spannung, die ich auch hier habe. Ja? So, jetzt ist die große Frage, in welche Richtung zeigt dann jetzt der Strom hier, der durch die Induktivität fließt, den nenne ich mal IL. Also zurückversetzt zur Spannung. Ja, also jetzt in meinem Zeigerdiagramm, in welche Richtung? Nach unten, genau. Ja, weil das ist ja genau das, was der schöne Merkspruch sagt. An Induktivitäten Ströme sich verspäten. Ja, die Spannung kommt schon um 3 zur Party, der Strom kommt erst um 6. So, der hat sich jetzt verspätet. So, und jetzt machen diese beiden Ströme natürlich zusammen an diesem Knotenpunkt der Strom und der Strom, die ergeben den Gesamtstrom I1. Also wenn ich jetzt den einzeichne, dann ist das einfach die Summe von den beiden. Ne, muss ich mal das hier so ein bisschen nach unten verlängern. Und das nochmal mit der weißen Kreide hier ein bisschen zur Seite verlängern. Und dann ist das der Strom I1, der Strom am Eingang. Und in die Richtung zeigt natürlich auch die Spannung, die wir hier haben, die Spannung, ja, wie nenne ich die jetzt, UR1, also nicht zu verwechseln mit UR, ja, oder vielleicht hätte ich die hinten UR2 nennen sollen, oder URL oder sowas, vielleicht ist das noch besser, nenne ich die mal URL, das ist URL, und das da vorne ist UR1, die Spannung im ersten Widerstand. So, und die male ich jetzt auch wieder so ein bisschen kürzer. Das ist URL. Und eigentlich hätte ich die natürlich, wenn das die gleichen Widerstände sind, müsste ich die im Verhältnis schon ungefähr gleich lang zeichnen. Aber ich glaube, das passt schon ungefähr. Also das ist UR1. So, und die beiden jetzt wieder zusammen addiert. Also hier nochmal der gelbe dran oder hier nochmal der rote dran. Das ergibt jetzt die Gesamtspannung, die Spannung U1. Dafür nehme ich, brauche ich jetzt noch eine Farbe. Blau. Also die beiden zusammen ergeben die Gesamtspannung U1. Und das ist dann die Spannung hier. So, und jetzt können wir auf jeden Fall gucken. Also der Strom I2, der eilt trotzdem nach. Ja, und hier sind das jetzt nicht genau 45 Grad, weil es irgendwie, ja, haben wir jetzt gerade nicht die Frequenz erwischt oder die Längen. Könnte man sich aber vorstellen, irgendwie kriege ich das schon so gezeichnet. Naja, das, was kommt mir raus? Ne? Irgendwie das R
Also muss es hier ein bestimmtes Verhältnis zwischen geben, damit das dann irgendwie funktioniert. Und der Strom I2 eilt auf jeden Fall auch nach gegenüber der Eingangsspannung. Oder halt, nee, Quatsch, der Strom I2 ist ja der hier oben. Das ist das, was ich meine. Ne? Der Strom I2 eilt eigentlich vor, weil der ja in dem, also der eilt hier viel mehr nach und der eilt dann vor und beide zusammen eilen insgesamt trotzdem so ein bisschen nach gegenüber dem. Also Strom I2 eilt vor. So, und jetzt kann man sich eben überlegen, wenn ich das durch das teile, könnte man aber trotzdem sagen, dass ein positiver Phasenwinkel bei rauskommt. Ne? Also wenn ich, nee, aber eigentlich nicht. Wenn ich, weil das hat ja was Negatives. Wenn ich das Negative durch 0 teile, bleibt das trotzdem negativ. Also eigentlich ganz, ganz, ganz streng genommen, glaube ich, müsste man eigentlich hier vielleicht sagen, bei minus 45 Grad Phasenverschiebung zwischen Strom und zwischen der Spannung und dem Strom. Ja, also, weil gegenüber diesem Ausgangsstrom eilt die Spannung auf jeden Fall nach. Und nacheilend, würde ich immer sagen, ist ein negativer Phasenwinkel. Aber ja, wie gesagt, da kann man sich jetzt irgendwie drüber streiten. Ja, also selbst wenn man jetzt in dem Fall eine negative Frequenz ausrechnet, weiß nicht, würde ich vielleicht in einer Prüfung oder einer Klausur irgendwie so einen halben Punkt oder Punkt abziehen und sagen, hey, negative Frequenz, ist ja irgendwie komisch, wie kann das sein? Aber ja, wenn der Rest jetzt irgendwie so stimmt von der Herleitung. Ja, also der Strom, der eilt auf jeden Fall nach, der Strom eilt dann gegenüber der Eingangsspannung trotzdem vor. So sieht es aus. Und der Gesamtstrom, der eilt auf jeden Fall auch nach, so wie das so sein sollte für eine ohmsche induktive Schaltung. Ja, aber hier steckt eben ganz viel induktiver Einfluss drin, hier steckt eben ein bisschen induktiver Einfluss drin und hier steckt eben sozusagen nur der Einfluss von dem Widerstand drin dann an der Stelle.